85, der Rest waren über 100 Mandate. Aktuell haben wir noch 92 und das wäre, ich glaube, da haben wir noch zwei Wackelkandidaten haben, aber unter 90, glaube ich, werden wir jedenfalls. Wir haben aktuell noch 92, glaube ich, danke. Wir haben aktuell noch 92, die erste, die ausgetreten ist, war die Frau Franke Petri. Das hat ja jeder mitgekriegt, sie hat ja wunderbar gemeint. Sie kann die Fraktion sprengen oder aufhaxen oder wie auch immer. Das ist ja nicht gelungen. Das Einzige, was geschafft hat, den Mühlbuch, oder wie der heißt, aus NRW, der für so lange beim Mühlfilm wird, ja, ich glaube, das ist der Schulputzer vom Bezell. Den hat es noch mitnehmen können, aber ansonsten hat es gar nicht mitnehmen können. Wir haben uns, jeder, der schon mal auf irgendeiner Partei gemacht hat, AfD, weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist. Eine Demokratie verlangt extremes Sitzfleisch. Wir haben sogar noch ein anderes Parlamentsgebäude gehabt, bis 23 Uhr geöffnet. Wir haben schon mal verlängert bis 0 Uhr, weil wir einfach mir die Debatte lieben und jeder darf was sagen. Und so soll es auch sein. Und das werden wir auch weiter, so weiter behalten. Mit 92 haben wir uns relativ einig. Wir haben jetzt drei Arbeitsgruppen bis jetzt gegründet. Der erste Antrag ist schon eingereicht. Der hat dann Aktenzeichen 1927, wenn Sie mich interessiert. Das 19 davor ist immer die Wahlperiode und das noch ein Schrägstrich ist dann der eingereichte Antrag. Und zwar geht es bei dem Antrag um das, dass man sofort die ganzen gesetzeswidrigen Ankäufe der EZB einzustellen hat und die Gelddruckerei einzustellen hat, die gesetzeswidrigen. Das ist der Antrag. Wenn alle Parteien, die wohl diesen Wahlkampf versprochen haben, auch den Antrag zustimmen, dann gehen wir sogar durch. Aber ich glaube nicht, dass das die Parteien werden. Also der Antrag ist schon eingereicht, der ist auch schon Drucksache. Das heißt, der wird in der KW 47 oder 48 haben wir jeweils eine Plenarsitzung. In einer dieser beiden Wochen wird der Antrag behandelt. Kurz die Erklärung, man muss einen Antrag 3 Wochen plus 3 Tage vorher einreichen. Die plus 3 Tage haben, dass es eine Drucksache wird, dann wird es erteilt und dann hat jeder Parlamentarier 3 Wochen Zeit, sich die Anträge durchzulesen und dann kommt in der darauffolgenden Plenarsitzung zur Debatte. Kurz die Erklärung. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe Grenzschließung. Die arbeitet das rechtlich aus, wie das zu handhaben ist, dass wir sofortige Grenzschließung haben, entweder im Schengen-Raum oder in Deutschland. Wenn es im Schengen-Raum nicht möglich ist, dann in Deutschland. Und die dritte Arbeitsgruppe ist Verfahren gegen Merkel. Ja, da kommt jetzt, drauf. Wie kam es zustande, das Verfahren gegen Merkel? Entweder 25% der Parlamentarier stimmen zu, haben wir ein Problem, wir haben nur 13%. Oder 2 Fraktionen stimmen zu. Und wenn der Herr Lindner mit seiner Fraktion das hält, was er im Wahlkampf versprochen hat, dass es ein Verfahren gegen Frau Merkel gibt, dann warten wir 2 Fraktionen. Aber ich glaube, er kommt in die Regierung und da ist ja wohl sein Ministerposten lieber als für seine Versprechungen. Und da sieht man schon, wie man von der FDP halten kann. Die Linke, also wir haben der Linke schon Anträge zugestellt, aber die Linke hat grundsätzlich gesagt, sie stimmt gegen alles, was wir mir beantragen, weil da kann nur Scheiß rauskommen. Dem ist scheißegal, auch wenn wir eher ein Thema, wir haben mit einer geredet, um Soziales, weil da haben wir uns ja relativ einig mit Rente erhöhen und mit allem drum und dran. Aber das ist ja egal, wenn wir mir den Antrag einreichen, dann werden sie grundsätzlich dagegen stimmen, weil sie können der AfD nicht zustimmen. Ich meine, dann sollen sie den Antrag einreichen, dann stimmen wir zu. Weil es geht, mir ist es scheißegal, wer den Antrag einreicht, weil es geht mir um unsere Rente und um unsere Zukunft. Und ob der von uns kommt oder von der Linken kommt, das ist mir egal.
So wird nämlich Politik gemacht und Politik wird nicht auf Parteiwesen gemacht, sondern Politik wird fürs Volk gemacht. Was gibt es noch zur Berichtssitzung? Also es waren die drei Arbeitsgruppen, es kommen dann nächste Woche kommen noch mehr Arbeitsgruppen. Was ich schade finde, wir haben es auch schon beanstandet beim Herrn Schäuble. Es wäre nächste Woche eigentlich Plenarsitzung gewesen. Also Plenarsitzung ist immer das, wo alle da drin sitzen, dann debattieren über Gesetze oder was auch immer und dann abstimmen, ob man das Gesetz umnimmt oder nicht. Es ist, das hat der Herr Schulz jetzt abgesagt, die Woche, mit Schreiben vom 25.10. oder 26.10. ich hab's da waren, weil wir ja noch keine Regierung nicht haben. Wir haben dann darauf geantwortet, es ist egal, ob wir eine Regierung haben, das Volk braucht eine Politik, ob da jetzt eine Merkel als Bundeskanzlerin von dran steht oder nicht. Es ist so viel aufzuarbeiten in Deutschland, da kann man nicht einfach Plenarsitzungen absagen. Leider haben wir noch Antworten nicht erhalten, was er drauf. Darauf antwortet, wahrscheinlich ist ihm egal. Ist ihm egal, was man mir dazu sagen. Also es ist leider so, die nächste findet dann voraussichtlich, glaube ich, 47 statt. Das ist der 20. bis 24. November. Also haben wir mir schnell drei Wochen mehr geschenkt, wo man irgendwas ändern könnte in diesem Land. Weil es gibt ja noch keine Arbeitsgruppen oder noch keine Ausschüsse. Hallo? Wir haben den Ambisiert gearbeitet. Ach nein, das war das oder ein dritten Stock, wo wir den Plenarsitzung haben, wo es da die Häppchen gibt und Freibier gibt und Sekt gibt und so. Da haben sie eine Gärung, weil da zahlt der Präsident. Also Sie als Steuerzahler, nicht der Präsident. Sie als Steuerzahler zahlt das. Also, wie die mit den Steuergeldern von uns umgehen, da glaube ich, wird man schlecht. Also wer schon in Berlin war und hat den Regierungsgebäude gesehen oder das ganze Regierungsviertel gesehen, das ist eine bodenlose Frechheit, wo es da Geld verheizt wird. Mit dem Jakob Kaiserhaus, haben sie auch schon 2 Jahre Verzug mit fertig werden. Also in Berlin liegt es nicht gerade am Flughafen, sondern die können ein Regierungsgebäude nicht fertig bauen. Und das kostet ja jedes Monat gerade einen Haufen Geld. Unsere Steuergelder. Von dem sagt kein Mensch ist. Da sagt dann wieder irgendein Minister, wie er den Wahlkampf gesagt hat, wir haben gut gewirtschaftet. Der Herr Maßmann hat das gesagt, der SPD. Da muss ich mir feststellen, der gute Mann hat nicht gut gewirtschaftet. Weil der hat mir noch nie Steuern gezahlt. Gut gewirtschaftet haben die Leute, die bei uns in die Arbeit gehen, die selbstständig sind, die pünktlich und fleißig eine Steuern zahlen. Die haben gut gewirtschaftet. Der Herr Maas, oder wer immer nur in der Regierung sitzt bis dato, die haben mit Sicherheit nicht gut gewirtschaftet. Weil hätten sie es gut gewirtschaftet, dann hätten wir keine Kinderarmut, dann hätten wir keine Altersarmut und dann hätten wir nicht 600.000 Obdachlose. Oder haben sie schon mal irgendeine Stolz in ihrer Heißerfahrung für Obdachlose? Wir haben bis zu 600.000 Obdachlose. Und schon irgendein Stock sagt, ich baue jetzt mein Wohnblock, dass ich 50, 60, 70, 100 Obdachlose unterbringe. Habe ich noch nie gehört. Aber seitdem, dass für die Flüchtlinge vom Staat Tausende von Euro gibt, seitdem werden Gebäude gebaut, noch und welcher. Und wenn es gerade so Containerbuden haben, dass die Leute irgendwie eingefärbt werden, Hauptsache da haben Leute drin. Ein deutscher Schäferhund steht mehr dazu, als für einen echten Flüchtling und Quadratmeter. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Was aber nichts zur Debatte tut, weil wenn man die halt fragt, wir haben jetzt bis dato circa, laut Presse, offizielle Zahlen gibt es gar nicht, zwischen 93 und 100 Milliarden Euro für die Flüchtlings- und Migranten- und Asylkrise ausgehen. Dann sagt der jeder, gut Mensch, juhu, dann sag ich, Respekt, wir haben damit 2 Millionen Leute geholfen. Ja, super, extrem gute Geschichte. Dann muss ich aber sagen, hätte ich die 100 Milliarden Nummer und hätte damit vor Ort geholfen, dann hätte ich 60 Millionen Leute helfen können. Dann sage ich, was ist jetzt gescheiter? 60 Millionen Leute helfen
nur 2 Millionen Leute helfen. Ja, es muss an jedem geholfen werden. Und wenn er dann, sagt, es muss an jedem geholfen werden, dann frage ich, wie viel das jeder daheim aufnimmt. Ja. Meistens gibt er dann die Antwort, dass sie keinen Platz in Hand haben. In der Veranstaltung, das war in Exing, bei Reindorf, habe ich auch gesagt, wo ist die Grenze, was wir aufnehmen? 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen, 60 Millionen, 80 Millionen, 160 Millionen, 160 Millionen. Das ist doppelt von unserer Einwohnerzahl. Das heißt, der jede Nase, die wo da drüber sitzt, der jede Nase, die wo da draußen miteinander läuft, muss zwei Flüchtlinge aufnehmen. Da habe ich gefragt, sage ich, wo tust du denn hin? Sage ich, du bist eine dreiköpfige Familie, bist verheiratet, hast ein Kind, musst sechs Flüchtlinge aufnehmen. Ja, ich habe keinen Platz. Da sage ich, wie? Du hast gerade zu mir gesagt, da haben wir debattiert, du hast zu mir gesagt, alle müssen aufgenommen werden. Sage ich, es leben über 3 Milliarden Menschen auf der Welt unter der Armutsgrenze. Ja, dann müssen wir 3 Milliarden aufnehmen. Was rein platzmäßig gar nicht geht, aber das ist rechnerisch für die Gutmenschen. Sage ich, gut, nehmen wir so bitte von den Fund reinkommen und sagen, das sind 160 Millionen. Da müssen wir eher 6 Jahre aufnehmen, weil ja auch keinen Platz sind. Also du musst aber irgendwann Platz haben, weil wenn wir es aufnehmen müssen, aber dann muss ich in den Keller. Ich sage, nein. Die haben dieselben Rechte und dieselben Ansprüche wie du auch. Sage ich, die sitzen sie bei dir aus Kanapé und schauen Fernsehen. Nein, das geht nicht, weil ich dafür Platz habe. Sage ich, du bist der, der was reinlassen möchte. Sag ich, dann sitzt du im Keller rum und lass die Leute in der Wohnzimmer aus Kanapé aufsitzen und Fernsehen schauen. Erst dann hat das Ding angefangen. Das kapieren die nicht, das in 100 Jahren nicht. Erst dann hat das Ding angefangen und gesagt, ja, vielleicht gehen wir doch wieder nicht helfen. Vielleicht ist es doch geschickter, wie es Großbritannien macht, dass man Leute vor Ort hilft. Mit viel, viel weniger Geld, viel, viel mehr Leute helfen. Und wo sie an den Ausgaben von den 93 oder 100 Milliarden, egal wie viel das sind, 200 Milliarden, die über jährlich bereits oder rübernehmen, der erste Finanzminister in Deutschland ist zurückgetreten, weil er 1 Million Schulden gemacht hat und heute schon Milliarden nicht mehr. So, dann kommt er noch. Auch noch mehr Flüchtlinge. Ja, man muss ja da schon unterscheiden, man hat gesagt, auch noch mehr Flüchtlinge. Es gibt ja da, es gibt Flüchtlinge, es gibt Asylanten und es gibt Migranten. Und die muss man